Let's get it, meine Freunde. Schon wieder ein Deck, was first gehen will. Das ist immer ein bisschen gruselig, wenn Leute freiwillig first gehen. Dann hat man immer das Gefühl, du hast irgendeinen komischen Plan. Okay, ich habe wieder meine Lieblingszauberkarte, nämlich Super Polly. Was absolut disgusting ist und mir im letzten Duell, beziehungsweise im vorletzten, den Arsch gerettet hat. Wir haben magische Schmelze und wir haben einen Alistair. Mal sehen. Fast jedes Deck will first gehen. Echt? Interesting. Okay. Ich ziehe. Bruder. Yikes. Okay, dann schauen wir doch mal, was er so hat. Aktiviert er irgendwas, wenn ich das hier mache? Er kann was aktivieren. Die Frage ist nur, tut er's? Ist eine Field Spell. Field Spells sind immer gefährlich, mein lieber Freund. Oh, seine Blossom. Okay. Gut. I don't care. Bleibt aber doch da, ne? Also der Effekt, dass er nichts tun kann, um Fusionsbeschwörungen zu stoppen, ist trotzdem am Start. Okay. Also sie hat nur den Search-Effekt negiert, dass ich keinen zweiten Alistair bekomme. Was macht der genau? Aktiviere 1000 Life-Points, annulliere die Effekte aller auf einem Monster, solange sie auf dem Spielfeld liegen. Ihre Effekte können aber trotzdem aktiviert werden. Warte mal, das ist eine permanente Fallenkarte, die alle Effekte negiert? Oh my goodness. Für immer? Ja, das ist ein bisschen doof. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich einfach mal die Kombi machen soll. Weil ich damit mehr auf dem Friedhof habe und potenziell mit der Super Polly dann... Ich habe keine Ahnung, Alter. Um ehrlich zu sein. Oh, das ist die Blue-Eyes-Karte, ne? Ja. GG. Warte mal, kann er jetzt was specialen? Beschwöre ein Bleib... Ja. Easy. Komm, beschwör mal. Beschwöre mal, Brudi. Oh. Well, der hat gar nichts beschworen. Der Sack. Well, Maxi wasted. Egal, ich hab noch einen. So, damit haben wir genau den gleichen Angriff wie mit dem Dude da. Dann, Oh, warte mal, ich hätte angreifen können. Warum habe ich nicht angegriffen, ich verdammter Idiot? Hä, what the fuck? Oh mein Gott, ich war ja second. Ha! Well, never mind. Wie viele Misplays willst du machen? Sephia. Ja, so in der Runde können wir das schon mal einsetzen, ne? Ich glaube, er bräuchte einen auf dem Friedhof, um ihn zu beschwören. Get it. Gut, sind eh alles die gleichen Karten, von daher. Was kann er noch gleich? Eine Karte auf der Hand, bla bla bla. Eine Zauber der Falle hinzufügen, okay. So, Alternate Dragon. In glänzend sogar. Mashallah. Oh, noch ein Maxi. Okay, cool. Wie wäre es, wenn ich aufhören würde, Maxis zu ziehen? Und mehr andere Sachen, die mir was bringen, tatsächlich auch. Juckt bei Skill Drain leider eh nicht. Oh je, Drachlubion, Digga, den habe ich in Real Life.
nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden. Oh, Moment. Hat er gerade seine eigene... Hat er gerade seinen eigenen Effekt gekillt? Hä? Okay. Warte mal, was macht er? Ein Material abhängen. Nimm zwei Nummer-Monster mit unterschiedlichen Namen von Deck. Drachluvion beschwöre ihn als Spezialbeschwörung und hänge das andere Material daran zusätzlich. Kannst du für den Rest des Spielzugs weder andere Monster Spezialbeschwörung beschwören noch einen Angriff deklarieren. Okay, jetzt kann er aber wieder angreifen. Okay, dann wünscht mir Glück, meine Freunde. Digga, als ob er jetzt noch irgendwas anderes hat. Was hat denn der alles? Okay, was ist mein Plan? Eigentlich brauche ich einen größeren Beatstick, right? Warte mal, er kriegt jetzt wieder was aus dem Friedhof raus, ne? Ja, weiß jetzt nicht, ob das gelohnt hat, um auf Plus, also auf Neutral zu gehen. Oh, never mind. Gut, er hat seine Ash Blossom geopfert. Gut. Hätte sich sowieso erledigt. Gehe ich auf den Purger Trio? Was kann der Alternate Dragon? Warte mal, mit ihr kann ich alle seine Monster vernichten. Hier kann er keinen Special Summon mehr rauszünden. Und mit ihm kann nicht durch Kampf zerstört werden. Du kannst jeden deiner Effekte, bla bla bla. Okay, also der kann nicht durch Kampf zerstört werden. Aber seine Effekte sind eh nicht aktiv, right? Und ihre ja auch nicht, wegen dem Scheißdreck da drüben, Digga. Ist das mit dem kann nicht durch Kampf zerstört werden, wird das auch negiert durch Skill Drain? Der Dragon ist es, ne? Okay. Dann hätte ich aber die andere beschwören sollen. Ich verdammter Trottel. Warte mal. Ich hau Skill Drain weg, right? Ja, den kann ich eh nicht aktivieren. Oder? Warte mal, was mache ich jetzt gerade? Eine offene Karte wählen, annulliere ihre Effekte. Oh. Für immer? Okay, wird eh nicht aufgelöst, weil das andere jetzt noch da ist, right? Ja. Und tschüss. Gut, Super Poly kann ich trotzdem verwenden. Schmeiße sie aus der Hand. Mit ihm kann ich Gegner. Oder? Oder will ich sie holen? Ja. Okay. Jetzt kann ich noch eine Wendy abschmeißen und nochmal so eine Dingens holen. Bruder, der wird jetzt richtig vernichtet, Bro. Den mache ich jetzt übel kaputt. So. Erstens kann ich eine Zauberkarte bekommen.
Karte, die ich auf den Friedhof schicken möchte. Ah, komm, scheiß drauf. Beschwören. Wir holen uns noch eine Beschwörung. Aber das war's. Ich verkacke jetzt meinen Zug nicht, indem ich jetzt meine Wincon hier wegschicke. Sondern, das war's mit dir. So, und in der nächsten Runde ist er weg. Das ist okay, weil selbst wenn er hier stirbt, kann ich mit Beschwörung ihn aus dem Friedhof beschwören und so. Wichtig war es jetzt erstmal eine Beschwörung zu kriegen. Weil 1000 mehr Angriff hätte genau das gleiche gemacht, nur dass ich nicht hätte Beschwörung searchen können. Es war gut, ich habe die annulliert und konnte dann Alternate Dragon mit der Super Poly targeten. Und ich habe noch 8000 Life Points. Ich glaube nicht, dass er mich noch an der Stelle weghaut. Wobei, ich hätte Mechaba holen können mit sichere Wache und Alistair, ne? Warum habe ich jetzt keinen Schaden bekommen? Ich check diese Karte nicht, Digga. Ich muss die, glaube ich, nochmal gründlich durchlesen. Also er hat quasi das schlechteste Monster gewählt. Right? Ja gut, dann war es das jetzt für ihn, weil ich werde ihn jetzt zerbumsen. Bro, hol du, hol du. Hol du noch einen. Hol du so viele Blue Eyes, wie du möchtest. So, okay. Dann Beschwörung. Und zwar nicht den auf dem Feld, maybe kann er den irgendwie noch, keine Ahnung, mit, weiß doch nicht, scheiß drauf, Mann. So. Dann holen wir uns die Beschwörung zurück. Ah, Moment, ich kann nicht targeten, right? Das bedeutet, die hier bringt mir nur als Beatstick etwas. Tatsächlich. Fragezeichen, aber ich habe, glaube ich, kein Fusionsmonster auf dem Friedhof. Egal. Es wird trotzdem reichen, denn mit ihr zerstöre ich einfach. Ohne zu kämpfen. Hier crashe ich jetzt einfach rein. Right? Ja. Krieg 3000 Artika. Und mit dem hole ich mir jetzt den Lethal Kill. Und goodbye. Diese dreckigen Fallenkarten, Alter. Damn. Okay, ab ins nächste Match. Ich brauche noch 3 Siege, Freunde. Sorry, falls die Frage schon kam. Aber was sind so deine overall Lieblingsdecks? Digga, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich bisher nur 2 habe. Und eins davon habe ich noch nicht mal gespielt. Das werden wir gleich noch spielen. Wir werden nach dem Rank-Up, was ich hoffentlich gleich noch kriegen werde, nochmal in den Solo-Modus droppen und mein neues Deck anspielen und gleich das dritte bauen. Aber die Frage ist dann, welches ist das dritte Deck? Die Pfeile der Link-Monster erweitern deine extra Monster in
Zonen, in welche Link und Pendel... Ah, okay. Ah ja, verstehe. Interesting. Ja, aber das ist dann High-IQ-Shit, ne? So, ich habe Raigeki gezogen und Blitzsturm. Da will wohl das Herz der Karten, dass ich gewinne, ne? Eieieiei, Digga. Ja gut, dann holen wir uns ein Mecha-Bar. First Turn. Und schließen unsere Runde ab. Mecha-Bar könnte ich zwar auch mit der Verschleierin holen, aber dann würden wir natürlich minus 1 gehen. Was muss man da sein? Krieger? Cybers? Was ist die Verschleierin? Ist es ein Cybers? Nee, Hexerempfänger. Ha. Huh. Das Ding ist, ich spiele halt das Deck, aber ich kenne es halt. Ich kenne die Karten nicht. Ich kenne jetzt plus minus die Kombos, aber das Kleingedruckte habe ich halt nie gelesen. Right? So. Bam, bam. Jetzt haben wir Mecha-Bar, wir haben einen Alistar und wir haben, vielleicht, falls wir einen Follow-up brauchen, Raigeki Blitzsturm. Maxi wäre nicer anstelle von Schatten. Ungeheuer, aber ist okay. Und das war's. Bau dir Sacred Beast. Geht um das Lichtattribut. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, danke für die Erklärung. Einen Vertrag unterschreiben, ohne das Kleingedruckte zu lesen. Oh oh. Ja, ja. Ich bin eben ein Risk-Taker, mein Freund. So, was macht er? Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, falls die Karte... Aktiviere diesen Effekt, dein Gegner kann ein Monster als Spezialbeschwörung von seinem Friedhof beschwören. Ah? Nee? Nee, danke. Almirai brauche ich an der Stelle nicht. So, und was bist du? Du bist ein Empfänger. Falls du ein Synchromonster der Stufe 8 oder höher kontrollierst, kannst du diese als Spezialbeschwörung aus deiner Hand beschwören. Hä? Hat er da? Er hat doch gar nichts. Er hat doch gar kein 8er Monster. What the? Hä? Oh je, Digga. Was kann der? Falls du ein Empfängermonster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Ein anderes Monster wählen, was du kontrollierst. Okay. Ja, Raigeki freut sich. Almirai hat einen Quick-Effekt. Ja, aber Almirai muss halt im Angriff sein und hat null Angriff, ne? Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Was hat... Ich müsste mir mal den Effekt von Almirai genauer durchlesen. Ah ja. Weil der Combo nachher weiter und dann holt er irgendwas, was böse ist. Und da hab ich keinen Bock. Der ist doch eigentlich nur ein Summon, right? Der ist eigentlich nur ein Vorder für ein Summon. Okay. Eine verdeckte Karte, um zu bluffen? Mhm. Was meint ihr? Soll ich mit Raigeki hier reinjieten jetzt, oder wie?
So. Was holen wir uns denn da? Maybe den hier. Maybe die andere. Nee. Oder Winder? Maybe Winder. Winder ADs. So, als Fusionsmaterial verwenden. Einmal Wendy, weil Wendy ist immer Knorke. Und dann vielleicht noch einmal den Igel, weil den Igel... Scheiß auf den Igel. Oh, warte mal, ich hätte den Drachen. Oh, ich bin so lost. Digga, ich bin halt wieder lost, ne? Lost, Digga. Sag ich einfach nur an der Stelle. Mit dem Drachen hätte ich halt die Backroad zerstören können. Ich verdammter Idiot, ey. Einfach wieder nur lost. Ey, ich mach so viele Missplays, ne? So, in die Hand aufnehmen möchte ich ehrlich gesagt... Eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert, gib sie auf die Hand zurück. Ja, nee. Warte mal, ich könnte mit Raigeki reinjieten. Und einfach für den OTK gehen, right? Habe ich jetzt gerade... Also ich verdiene es nicht zu gewinnen, ne? Ich habe gerade Alistairs fucking Skill wieder negated. Ey, das ist so zum Kotzen, Bro. Das kannst du halt auch nur virtuell schaffen, ne? Es geht halt nur virtuell. So, da kommt die Falle, die ich hätte, by the way, weghauen können, wenn ich nicht misplayed hätte. Alter, einfach mal zum Kotzen. Und jetzt ist Wind dazu, das heißt, er kann Special summonen, wie er will. Mann, Junge, das hätte ich jetzt schon gewonnen. Wenn ich nie wieder so hardcore rein... Ich meine natürlich, ich hab's gewonnen. Es hätte nur einen weiteren Zug benötigt, Freunde. Und das hat mein Gegner scheinbar auch erkannt. So, noch zwei Siege und dann sind wir Gold 3. Was für ein Rank habt ihr mittlerweile? Schreibt mal in den Chat, das würde mich mal interessieren. Und was für ein Deck spielt ihr? Deck und Rang. Gold 1, wahre Drachendeck. Cyber Dragon, Platin 4. Platin 5, Galaxy Eye. War sehr schwer. Warte, was macht der? Du kannst eine Fallgrube... Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, wäre... okay. Gold 2, Mayakashi Shiranui Kombi. Platin 5, Odd Eyes, Magician, Dark World Danger, Necros. Ah ja. So, ist das so ein Control Deck oder was ist das? Falls eine normale Fallenkarte aktiviert wird, du kannst einen Fallenstellerin-Monster mit unterschiedlichen Namen spezial beschwören. Falls der Effekt eines anderen Fallen... okay. Sie kann jetzt eh keine Fallen aktivieren, weil sie die eh gerade erst gelegt hat. Das heißt, in meiner Runde könnte sie Fallen aktivieren und Special summonen. Dementsprechend. So, sobald eine Falle aktiviert, kann ich, pingseln, ne? Warte mal, muss ich Maxi an den Summon anketten oder an die Falle? I'm not quite sure. To be honest. So, und ich habe kein einziges Monster gezogen. Nice, Bro. Geil. Okay, dann tun wir noch auf geheimnisvoll. Special Summon.
Also, wenn sich der Effekt von dem Ding da aktiviert, ne? Ja, also, jetzt aktiviere ich sowieso sie, weil... Wir brauchen. Nein, wir aktivieren nicht Blossom, weil wir wollen ja, dass er Specials summont. So. Haut er gerade meine Super Polly weg? Okay, let's go. Beschwörungskrieg, boy. Ich hab Maxi an. Bam, bam, bam. Schisma. Oh je. Rafflesia. Bro, don't do this to me. Come on, bro. Don't disconnect right now. Bro, come on. Please. We want to play the game. Don't disconnect on my boy. Oh, come on. Warte, was? Wait a minute. Who are you? Moment. Ich habe jetzt noch zwei Duelle gebraucht, um einen Rank abzukriegen. Hab ein Duell gemacht, durch Disconnect gewonnen, krieg einen Rank ab, obwohl ich noch zwei Duelle hätte machen müssen, aber nicht von Goldtier 4 zu 3, sondern von Goldtier 4 auf Platinum? Ich nehm's! I take all of that! All of that shit! It's mine! It's mine now! Hä? Oh. Welp, jetzt kann ich wenigstens damit prahlen, dass ich Platin bin. Nur, unverdient. Erstens wegen Disconnect und zweitens wegen, wenigstens habe ich jetzt das Ding da. Oh, Mann, ey. Come on. Ah, jetzt können alle Leute sagen, Fake Plat, Fake Plat. Fuck, fuck you, fuck you. I'm not a fake blood. Fuck you guys. Ich nehme den blauen Rahmen gerne an. Dankeschön, den habe ich sowieso schon lange verdient. Da bin ich auch der Meinung. Dankeschön Konami an der Stelle. So, erstmal schön das Plug. Sieht das gut aus. Ui, ui, Memo. Oh, meine Freunde. Oh, let's go. Let's go. Aber hey, wisst ihr was? Wenigstens haben wir jetzt schon den Rank abbekommen. Auf Level 10. Platinum. Mit einem Deck, was ich nicht mal zur Gänze verstehe.
Der Profi. Gut, I guess, dann können wir uns jetzt dem neuen Deck widmen.